Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, haben die letzten Tage gezeigt, dass die beiden Koalitionsparteien in Sachen Rekommunalisierung der Energienetze völlig konträre Positionen vertreten. Die SPD will die Rekommunalisierung der Energienetze, die CDU will sie nicht. Nun ist es in Koalitionen ja durchaus normal oder kommt vor, dass bestimmte Positionen nicht vereinbar sind. Normalerweise löst man das, indem man sich für eine der Positionen entscheidet oder einen Kompromiss findet, der tragfähig ist. Die Große Koalition hat sich für keine dieser Möglichkeiten entschieden, sondern sie haben sich dafür entschieden, den politischen Konflikt nicht politisch auszutragen, sondern den Konflikt in das Verfahren zu verlagern. Und das, Herr Schneider, das ist genau der Punkt, weshalb wir die von Ihnen beklagte Diskussion jetzt führen, weil diese Koalition nicht politisch entschieden hat, sondern den Konflikt in das Verfahren verlagert hat. Da hat die CDU die Hoffnung gehabt, mit einem Newcomer kann man nicht erfolgreich sein, folglich können wir bedenkenlos in dieses Verfahren gehen und können vorher alles abnicken. Die Vergabekriterien, die heute von Ihnen beklagt werden und die Sie rechtswidrig finden, wo die Opposition im Hauptausschuss bei der Diskussion über die Vergabebriefe auf rechtlich problematische und Risiken hingewiesen hat, da hat die CDU gesessen und hat geschwiegen wie ein Gummibaum, statt dass Sie mal ein Wort gesagt hätten und sich mit dem Thema beschäftigt hätten. Meine Damen und Herren, Sie haben jedes Recht verwirkt, sich in dieser Frage zu rechtlichen Unwägbarkeiten oder Ähnlichem zu äußern. Ich sage, das ist absurd, dass jetzt versucht wird, da, wo Sie die Möglichkeit gehabt hätten, Bedenken vorher zu äußern im Verfahren, im Nachgang das jetzt artikuliert wird. Und ich weiß auch nicht, was Ihre Ankündigung, dass Sie jetzt vertieft rechtlich prüfen wollen und was Sie alle sehen wollen. Da hat der Kollege Schneider völlig recht. Der Kollege Schneider völlig recht. Und ich empfehle das dem Parlament auch, an dieser Stelle sich nicht zur Vergabestelle aufzuspielen. Vergabestelle ist die Senatsverwaltung für Finanzen. Und die hat die Aufgabe, das Vergabeverfahren nach Recht und Gesetz durchzuführen. Ob das geschieht, ob das geschehen ist, das werden die Gerichte und das Kartellamt klären. Und das ist die Verantwortung der Finanzverwaltung und des Kollegen Nussbaum. Und ich bin nicht bereit, als Parlamentarier diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde, das sollte das Parlament als Ganzes auch nicht tun, meine Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gaumer. Bitte. Lieber Herr Kollege Wolf, sind Sie der Meinung, dass das Kartellamt nur deswegen ein Verfahren eingeleitet hat, um der CDU-Fraktion einen Gefallen zu tun? Nein, ich glaube nicht, dass das Kartellamt vorhat, der CDU-Fraktion einen Gefallen zu tun. Ich weiß auch nicht, ob Sie sich wirklich darüber freuen können. Weil wie Sie aus der politischen Klemme rauskommen wollen, in die Sie sich manövriert haben, da bin ich noch mal gespannt. Ich habe auch schon eine Prognose. Sie werden aus dieser ganzen Veranstaltung so klein rauskommen, egal was das Kartellamt sagt oder anderes. Sie werden am Ende des Tages, wenn das hier zur Abstimmung steht, werden Sie zustimmen. Das prognostiziere ich Ihnen. Sie haben nach all dem, was vorher da war, wo Sie zugestimmt haben, haben Sie keine Möglichkeit mehr. Und im Übrigen, Herr Gamer, ich sage es noch mal, das, was das Kartellamt sich anguckt, die Ausgestaltung der Change-of-Control-Klausel, und ob zum Beispiel das, was im letzten Urteil des Bundesgerichtshofs zur Konzessionsvergabe formuliert worden ist, ob das in den Vergabebriefen umgesetzt worden ist, das haben wir von Seiten der Opposition angesprochen im Hauptausschuss. Und da ist Ihre Fraktion, ich sage es noch mal, abgetaucht. Sie haben geschwiegen wie Gummibäume. Sie haben nichts gesagt zu diesem Thema und haben es nur abgenickt. Und damit ist das Thema für mich, was Ihre Fraktion angeht, erledigt. Meine Damen und Herren, unsere Position ist klar. Wir sind der Auffassung, dass die wesentlichen Infrastrukturen der Energiewirtschaft in die öffentliche Hand gehören. Und wir sagen aber auch gleichzeitig, es reicht nicht aus, nur eine solche Grundsatzposition zu formulieren, sondern dazu gehört auch eine energiepolitische Konzeption und eine Strategie.
Und die vermisse ich allerdings auch bei diesem Senat. Ist auch schwierig bei zwei Parteien, wo zusammensitzt, was nicht zusammengehört. Aber was fehlt, ist eine klare Zielbestimmung. Eine klare Zielbestimmung, was wollen Sie mit den Netzen und wie wollen Sie auf die einzelnen energiewirtschaftlichen Akteure Einfluss nehmen? Und dann sage ich, bei dem Thema GASAG muss man, ich habe das schon mehrfach hier gesagt, auch zur Kenntnis nehmen, dass das Netz das wesentliche Asset, der werthaltigste Bestandteil der GASAG ist. Dass es die Grundlage für Investitionen der GASAG ist. Dass das Netz die Grundlage für die Kreditfähigkeit der GASAG ist. Und dass, wenn man der GASAG das Netz isoliert wegnimmt, ein energiepolitisch und wirtschaftspolitisch relativ uninteressanter Torso übrig bleibt, ein Gashändler. Und das ist relativ unspannend. Und wenn wir jetzt 3 oder 4 Jahre prozessieren, wer jetzt im Vergabeverfahren Recht gehabt hat, und das ist das Szenario, das droht mit der Klage der GASAG, dann ist doch Folgendes klar. Die 3 privaten Eigentümer werden in dieser Zeit die Rendite aus dem Netz ziehen. Sie werden nicht investieren. Und das ist das Risiko für Arbeitsplätze. Nicht der Übergang nach 614a und diejenigen, die im Netz beschäftigt sind oder für das Netz arbeiten, sondern was ist die Perspektive für die GASAG insgesamt? Und deshalb sagen wir ganz klar, wenn der Senat und wenn diese Entscheidung jetzt so getroffen wird, dass das Netz zum Land geht, dann muss das Land sich auch aktiv darum bemühen, mit den anderen privaten Anteilseignern an der GASAG die Diskussion darüber zu führen, wie man auch diese auskauft, dass das Land Berlin in die Eigentümerstellung kommt. Und dann übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, bräuchtet ihr auch euch nicht mehr mit der CDU zu streiten, ob das Stadtwerk mit 3 Windrädern auch noch 10 Kunden haben darf, sondern dann könnte man ein wirkliches Stadtwerk aufbauen. Dafür plädieren wir, und das wäre eine energiepolitische Strategie. Applaus